Der Sims 4-Start vor 10 Jahren war sehr holprig, dessen Ankündigung und erste Trailer ich in diesem Video aufarbeiten möchte. Die Sims 4 ist mittlerweile schon so alt, dass so langsam die Gedanken an den Anfang von Die Sims 4 bei mir schon völlig verblasst sind. Eines der ersten Trailer für Die Sims 4 war tatsächlich dieser Arrival-Trailer. Da hat man noch eigentlich nichts von den Sims gesehen. Aber ja, wie das immer so üblich ist, gab es erstmal einen Real-Life-Trailer, den ihr auch hier im Hintergrund seht. Boah, wenn ich das sehe, da bekomme ich echt so Nostalgie-Flashbacks. Also ich finde, in den ersten Sekunden merkt man gar nicht, dass es sich hier um einen Trailer zu den Sims handelt. Ja, und so sahen die Sims dann so in der ersten Version aus. Man hat schon noch gemerkt, ganz am Anfang hatten die Entwickler noch so ein bisschen eine unrealistischere bzw. noch comichaftere Version von den Sims geplant. Ach Leute, ihr wisst gar nicht, wie viel ich mit diesem Trailer hier verbinde, wenn ich das sehe. Das ist so krass. Aber das Absurdeste fand ich immer noch. Weiter später fliegt dieser Sim hier runter, der aber einen Basketball hier irgendwie mit dabei hat. Da dachten wir am Anfang auch noch, dass Basketball irgendwie so ein Teil von Die Sims 4 sein wird. Ganz am Anfang war ja sonst immer Teil von PAX. Aber ist dann wohl später erst mit Großstadtleben gekommen. Haben die Entwickler ein bisschen dick aufgetragen. Jetzt sind wir auch schon hier am Ende. Erscheint 2014. 2014, ey. Ja, wie man auch schon in diesem Trailer sieht, neue Emotionen. Die Entwickler haben in den ersten Trailern immer besonders die Emotionen der Sims hervorgehoben. Und irgendwie im Nachhinein ist es so absurd, weil selbst die Entwickler gemerkt haben, oh, die Emotionen sind gar nicht mal so cool, gar nicht mal so relevant. Aber mittlerweile haben sie es auch über Bord geworfen. Ist jetzt irgendwie auch egal, es interessiert niemanden mehr so wirklich. Hier seht ihr auch nochmal einen alten Blog-Eintrag von simtimes.de. Da war die offizielle Ankündigung und das hier war eines der ersten Bilder von Die Sims 4, die wir jemals gesehen haben. Ich weiß noch, wie groß die Kritik am Anfang war, aber wenn man das mal mit Die Sims 3 vergleicht, die Figuren an sich, die Augenpartie und so sah in einer gewissen Weise irgendwie realistischer aus, aber die Haare haben den Leuten richtig Angst gemacht, das weiß ich noch. Alle waren richtig in Panik, dass Die Sims 4 so einen comichaften Stil bekommt, der am Anfang wirklich nur wenigen zugesagt hat. Und ich finde, man sieht auch hier, die Haare sind aber nochmal deutlich undetaillierter, als es das jetzt im fertigen Spiel so wirklich der Fall ist. Hier haben wir einmal eine Frisur aus Andy Uni und dann im Vergleich eine aus dem Basisspiel. Da ist schon ein ordentlicher Qualitätsunterschied zu sehen. Ich finde ja hier, dass diese Bilder aus der Gamescom-Demo von 2013 so ein bisschen so aussehen, wie wenn man träumt und sich dann Die Sims 4 vorstellt. Wisst ihr, was ich meine? Tatsächlich war es bei Die Sims 4 am Anfang eine lange Zeit so, ungefähr fast ein halbes Jahr vor dem Release, dass wir irgendwie kaum was über das Spiel wussten, was viele ein bisschen verunsichert hat. Und statt auf neue Features und coole Details einzugehen, war es dann eher so, dass die Entwickler immer mal wieder auf Twitter angesprochen haben, welche Features es in Die Sims 4 nicht mehr geben wird. Und das hat natürlich schon diese Unsicherheit, die da war, dann nochmal weiter verstärkt. Aber über dieses Chaos mit Die Sims 4 ganz am Anfang habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Schaut da gerne in der Beschreibung zu vorbei. Ah, jetzt wollte ich euch auf jeden Fall noch einen dieser ersten Sims 4 Trailer zeigen, in dem dann richtig auf das Gameplay eingegangen wurde. Ihr seht schon irgendwie das ganze Licht. Alles sieht so ein bisschen anders aus, als wir es mittlerweile gewöhnt sind. Ja, Gefühle sind gut. Aber ich weiß noch, dass sich wirklich alle immer so gefragt haben, okay, wie funktioniert eigentlich das Familien-Gameplay? Gibt es irgendwelche neuen Sprünge bei den Karrieren? Oder gibt es neue coole Aktivitäten? Und man hat dann so Sachen gesehen, wie hier zum Beispiel, dass die Sims jetzt Geige spielen können, was es in Die Sims 3 mit dem Basisspiel nicht gab. Aber so die ganz wichtigen Sachen, die die Community in dem Fall am meisten interessiert hat, wurden in diesen Trailern einfach nicht angesprochen. Aber hey, dafür gab es Voodoo-Puppen. Boah, mir fällt gerade auf, dieses Feature habe ich irgendwie auch schon wieder vergessen, dass es existiert. Ach, dieses Storytelling in diesem Trailer ist so bescheuert irgendwie. Jetzt wird er abgeblitzt, weil er so wütend ist. Aber das sind auch so Sachen. In dem Trailer hat es so eine besondere Tiefe. Es wirkt so, als wäre das alles relevant. Aber wenn wir heute an die Emotionen denken, denkt man eigentlich nur, ah ja, okay, ja, wenn ich das mache, dann kann man die so beeinflussen. Und eigentlich gibt es gar nicht mehr so viel zu tun mit denen.
sehen. Jetzt wird sogar hervorgehoben, dass die Bilder hier irgendwie Emotionen beeinflussen konnten. Habe ich auch total vergessen, dass es das in The Sims 4 gibt. Es ist schon lustig, was am Anfang von The Sims 4 so in den Fokus gerückt wurde, was mittlerweile selbst die Entwickler auch in den Trailern überhaupt nicht mehr beleuchten, weil es in einer gewissen Weise irgendwie einfach irrelevant ist. Hier der Trailer mit Bob Pancakes, der Amber-Trailer, immer noch einer meiner Favorites, der Kuhpflanzen-Trailer. Bei diesem Trailer hier haben die Entwickler eine sehr lustige Referenz eingebaut. Und zwar hier weiter hinten gab es so eine Szene, wo man eine Telefonnummer gesehen hat. Und wenn man die angerufen hat, konnte man eine Stimme hören, die einem mehr oder weniger Simlish beigebracht hat. Dann hier die großen Basisspiel-Features, die auch eigene Trailer bekommen haben. Geister und Pools waren ja nicht von Anfang an mit drin. Ach, ich weiß noch, wie groß die Freude bei diesem Trailer war. Aber ganz ehrlich, ein Sim-Spiel, was ohne die Pools startet, im Nachhinein wirklich unvorstellbar. Ach ja, irgendwie habe ich jetzt im Laufe dieses Videos schon so ein paar kleine Nostalgie-Flashes bekommen. So blöd wie es klingt, wenn ich drüber nachdenke, irgendwie in der Zeit hatten wir mit anderen Problemen bei The Sims 4 zu kämpfen. Da war es irgendwie noch so, dass das Spiel so inhaltsleer war. Das war immer ein großes Problem. Ich weiß noch, das erste Jahr, wo es DLCs gab, lief dann ja mit An die Arbeit und Zeit für Freunde ganz gut. Dann hatten wir aber in den nächsten Jahren das Problem, dass irgendwie die Erweiterungen in so einer langsamen Frequenz gekommen sind. Das hat dann so aufgeregt. Und heute ist es so, dass das Spiel so unfassbar kaputt ist, worüber wir uns aufregen. Die Sets, die alle irgendwie verrückt machen. Aber mittlerweile ist halt dafür dann The Sims 4 vom Umfang recht voll. Und irgendwie hat echt einfach so ein kleiner Switch stattgefunden. Ich finde, der Vibe ist extrem anders, als er früher irgendwie war. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, seit wann ihr bei The Sims 4 dabei seid. Lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf SimsBlog.de wieder.